Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr die ganzen kostenlosen Items zu FNCS freischalten könnt. Und ich werde euch auch zeigen, wann die ganzen FNCS-Halbfinalspiele und natürlich dann auch das Großfinale stattfindet. Wenn das euch Videos hier auf dem Kanal gefallen, lasst gerne ein Abo da, dann helft ihr mir auch auf dem Weg 10.000 Abonnenten. Und ihr verpasst auch keine weiteren Videos mehr, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video. Und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute so ziemlich alle Hype Nights zocken, zumindest soweit die Zeit passt. Wahrscheinlich werden wir nicht NA West spielen, weil das irgendwann von 2 bis 5 Uhr morgen ist. Da werde ich dann natürlich nicht spielen. Aber alle, die so im möglichen Zeitraum sind, werde ich auf jeden Fall versuchen zu spielen. Wenn dieses Video online kommt, werde ich auch wahrscheinlich schon direkt auf Twitch live sein. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal mit den ganzen Zeiten. Und aus den ganzen FNCS-Wochen sind ja immer jeweils 20 Duos in das große Finale dann vorgerückt. Und dann gibt es ja auch nochmal eine Series-Besten-Liste, wo eben halt je nachdem der ganzen Platzierung aus den 4 Wochen die Punkte zusammengezählt wurden und dann dort nochmal eine Bestenliste gemacht wurde. Und von dort sind dann auch nochmal 120 Teams ins FNCS Season Final weitergerückt. Das heißt, wir haben insgesamt 200 Duos, die hier teilnehmen können. Die werden dann in insgesamt 4 Halbfinale aufgeteilt. Das heißt, in jedem von den Halbfinalen sind dann immer 50 Duos, also im Prinzip 100 Spieler. Damit wird immer genau eine Runde gefüllt und dann geht das Ganze wahrscheinlich wieder 6 Runden und die Runden beginnen immer gleichzeitig, das heißt alle Spieler aus diesem Halbfinale sind immer in der genau gleichen Runde und dann kommen eben halt immer jeweils die besten 12 aus diesem Halbfinale, die einmal heute am Freitag von 15 bis 18 und dann 19 bis 22 Uhr und dann einmal morgen wieder von 15 bis 18 und 19 bis 22 Uhr stattfinden. Da kommen dann immer die besten 12 jeweils ins Großfinale, das heißt dort sind dann 48 Duos, also insgesamt 96 Spieler. Dann sind auch alle wieder von den 96 Spielern in einer Runde, die ganzen Runden standen wieder gleichzeitig und dann sind es natürlich wieder insgesamt 6 Runden, die gespielt werden. So läuft das Ganze ab. Das Ganze kann man sich natürlich auch dann auf Twitch anschauen. Und wenn man sich das mit Twitch anschaut, hat man eben halt die Möglichkeit dazu, ein paar Sachen freizuschalten. Und dazu hat auch Epic Games hier einen Blogpost gemacht. Dafür muss man dann hier einfach einmal auf diesen roten Link klicken. Den werde ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Und dann kommt ihr auf diese Website und hier müsst ihr dann einmal euer Twitch-Konto mit eurem Epic Games-Konto verbinden. Das heißt, ihr müsst euch einmal hier auf der Website mit eurem Epic Games-Konto anmelden und dann müsst ihr das Ganze einfach einmal mit Twitch verbinden. Müsst ihr hier einfach einmal, so wie es bei allen anderen hier steht, auf Verbinde klicken und dann die ganzen Schritte dort ausführen. Und dann habt ihr das Ganze auch ganz schnell aktiviert. Ich habe es jetzt schon, deshalb will ich es auch nicht nochmal trennen. Kann sein, dass es manchmal vielleicht nicht direkt funktioniert, weshalb ihr dann eben halt das Ganze eventuell nochmal machen müsst und dann also einfach einmal trenne Verbindung machen müsst und dann nochmal die Verbindung machen müsst. War zumindest die letzten Male so. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gefixt haben, aber wie gesagt, so war es die letzten Male. Dann müsst ihr dann einfach euch irgendeinen Stream anschauen und dann müsst ihr hier unter dem Stream stehen, dass das Ganze für die Ingame-Drops verfügbar ist. Und das müsste beispielsweise bei Trimax gehen, der hat gesagt, dass er das Ganze streamen wird. Ich weiß nicht, ob der offizielle Fortnite-Channel das Ganze posten wird. Hier kann man nur die Kategorie sehen. Ich glaube, die haben aber auch die letzte Season nicht gepostet. Ich weiß nicht, ob die vielleicht diese Season mal wieder posten. Ansonsten müsst ihr immer einfach schauen. Ich glaube, Amar streamt das auch immer. Wie gesagt, es müssen aktivierte Streamer sein. Ihr könnt natürlich auch irgendwelche Englischsprachigen anschauen. Und ich glaube, ihr müsst nicht mehr lange anschauen. Da reichen wenige Minuten, glaube ich, sogar aus. Ich hätte vielleicht so 10 bis 20 Minuten geschaut und dann solltet ihr das auf jeden Fall safe bekommen. Ich glaube, müsste sogar rein theoretisch direkt dann im Spiel verfügbar sein, wenn ihr das gemacht habt. Und so könnt ihr das Ganze dann freischalten und das hier muss eben halt dann da drunter stehen oder eben halt die deutsche Version davon, also irgendetwas mit Drops aktiviert. Wenn das da steht in der Fortnite-Kategorie, müsste das definitiv ja verfügbar sein und dann könnt ihr das Ganze in Game erhalten und damit bekommt ihr dann einmal dieses Spray-Motiv, das Skateboard und diesen Banner oder dieses Emote, I don't know was es ist.
Ist eigentlich das alles, was man dazu wissen sollte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. War nur ein kleines Informationsvideo dazu, weil mich ein paar Zuschauer darum gebeten hatten, ein Video dazu zu machen. Wenn ihr natürlich weitere Videovorschläge habt, die ich noch behandeln soll, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich werde es auch versuchen, möglichst schnell dann immer umzusetzen und würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Das war es, wie gesagt, soweit mit diesem Video. Ich hoffe, ihr schaltet gleich im Stream nochmal ein und nachher werde ich natürlich auch nochmal, wenn der Shop sich aktualisiert, ein Video machen und dann natürlich auch nochmal zu den Deadpool Challenges, weil es wird in einem Video sein und ich hoffe, wir sehen uns dann nachher im Stream oder im Video wieder. Bis dahin, ciao.